Welcome to Lake of Charity. Grüß euch, wir sind da beim Lake of Charity, da in Saalbach Hinterglemm. Die Idee hinter dem Event ist, dass man einen Haufen Sportarten einfach auf einen See herbringt und das Ganze für einen guten Zweck. Der Zweck von dem Lake of Charity oder der Sinn von der Sache ist, dass wir da zwei Mädels unterstützen aus Maishofen. Das ist die Celine Neumeier und die Anna Bauer. Ein Mädel ist 8 Jahre alt und eines ist 10 Jahre alt. Und die wollen wir halt einfach unterstützen, weil sie bis jetzt einfach in ihrem Leben gesundheitliche Probleme gehabt haben. Und alles, was wir mit der ganzen Veranstaltung da einnehmen, wird natürlich dann gespendet. Was meiner Meinung nach einfach eine große Sache ist, dass alle Leute, die da mithelfen, das umsonst machen, also für einen guten Zweck. Da bin ich richtig stolz auf die ganzen Jungs und Mädels, die was das da halt möglich machen. What a charity! Des Weiteren haben wir da eine große Tombola da, wo sich Leute um 1 Euro loskaufen können. Und das ganze Geld geht nachher auch in den Pott rein, was wir am Ende spenden werden. Natürlich auch Dankeschön an alle Leute, die was da uns geholfen haben und Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Es gibt einfach viele Möglichkeiten, dass man die Summe, die was wir am Ende nachher spenden, dass wir die in die Höhe treiben und erweitern. Da hoffe ich, dass dann am Schluss richtig eine Summe rauskommt, wo wir sagen können, das Event hat sich ausgezahlt und jeder ist happy damit. Hi, wir sind von Slackline Tools. Wir stellen unser Material für den guten Zweck zur Verfügung, dass jeder mal Slackline ausprobieren kann. Wir sind zum ersten Mal hier mit der Showfabrik. Wir finden es einfach eine super Sache, dass die Jungs hier von Saalbach und Mädels einfach so eine super Sache auf die Beine gestellt haben. Und darum sind wir heuer auch mit der Showfabrik hergekommen, um einfach eine coole, abwechslungsreiche Freestyle-Mountainbike-Show zu bieten, dass einfach die Leute auch geil was Fetziges sehen und es einfach allen taugt und wir gescheit die zwei Familien unterstützen können. Eines der geilsten Events überhaupt, weil nämlich der Grundgedanke zählt. Das ist wichtig. Das alles kommt den zwei Mädels in Maishofen zugute, die es wirklich dringend notwendig haben. Wir haben da Jam Session, das heißt die Fahrer, Skifahrer, Mountainbiker und Snowboarder, sie können uns stylische Sachen sagen oder technische Sachen, aber hauptsächlich der Spaß ist im Vordergrund. Aktuell Raiffeisener Waterbombing-Teambewerb angesagt. Das ist Action vom Feinsten, nämlich katapultieren zwei Personen, eine andere, die im Luftkissen unten am Wasser liegt, bis zu 19 Meter in die Höhe. Your dreams, you can be what you wanna be. This day, so
Garten und ich schnitze jetzt hier eine Skulptur. Es wird ein Radelständer, der wird hier versteigert für die Charity. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem selbstgebastelten Fahrrad von der Volksschule Maishofen. Das Fahrrad von der Volksschule Maishofen um 100 Euro an den Bobi. Also dann wären wir da bei 150 Euro. Dann würde ich sagen, verkauft an die Jungs von Slackline Tools. Vielen Dank. 250 Euro. Okay, der Meier Stefan bietet 250 Euro für den Radständer. Wunderbar. Da würde ich sagen, der Startpreis für diese Bank ist bei 300 Euro. 500. Okay, wunderbar. Und 250 Euro verkauft an die Jungs von Kutzbach. Bin ich nicht der Mensch der großen Worte, aber hier möchte ich jetzt nochmal was sagen. Lake of Charity Build 2012 geht an unseren Walter Scheiber von der Gaming Crew. Das sind die zwei Mädels, die was mich auch unterstützt haben. Also ich sage nochmal in dem Sinne Danke. Ja, da war die Cheforganisatorin Andi, wie ist gelaufen? Hi, ja, das war Lake of Charity 2012. Es leider jetzt zu Ende. Schönes Wochenende haben wir gehabt. Wir wissen noch nicht genau, wie viel das wir eingenommen haben, aber es war auf jeden Fall eine fette Geschichte. Danke an alle, dass ihr da wart und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Jahr.